Mit der Bibliothek sind wir im hinteren Ende der IMI-Magistrale angekommen. Der Eingang, den ihr hinter mir seht, ist vermutlich der zweitmeist genutzte Eingang im IMI-Gebäude. Er führt nämlich zum großen Schotterparkplatz, wo ihr kostenlos parken könnt. Außerdem kommt ihr hintenrum zum Maschinenwesen und irgendwann vielleicht auch zur E-Technik. Hier hinten im Finger 13 gibt es einen Raum, der insbesondere für die Games-Studierenden unter euch interessant sein wird, und zwar das Game Lab. Und das schauen wir uns jetzt mit einem ganz besonderen Special Guest an. Hier im Game Lab findet ihr nicht nur eine ganze Reihe von leistungsstarken Grafikrechnern, mit denen ihr fotorealistische Spiele erstellen könnt, sondern auch verschiedenste Bewegungssensoren wie Xbox Kinect bis hin zum vom ART entwickelten Motion Tracking System Outside In, das auch für professionelle Filmproduktionen verwendet wird. Außerdem gibt es hier mehrere Mixed Reality Brillen sowie Controller für Fahr- und Flugsimulationen. Die Schließberechtigung für das Game Lab könnt ihr bei den Lehrstühlen der Augmented Reality Fachgruppe im Finger 13 ausleihen. Natürlich gibt es hier im Gebäude auch eine ganze Reihe General-Purpose-Rechnerhallen. Und da schauen wir jetzt hin. Na dann los, auf in die Rechnerhalle! Es ist eh super praktisch, dass wir gerade hier sind. Ich habe nämlich vor kurzem das Passwort für meine Rechnerhallenkennung vergessen. Und da hinten ist der RWG Helpdesk. Die können mir das vielleicht zurücksetzen. Mal schauen. Hi. Hi. Ich habe mein RWG-Account-Passwort vergessen. Was kann ich denn da tun? Das kannst du dir direkt einfach zurücksetzen lassen. Und wie geht das? Da bräuchte ich einmal deinen Studentenausweis. Und dann fülle ich dir diesen Zettel aus. Das dauert jetzt natürlich ein paar Minuten. Derweil kannst du dich einmal kurz gedulden. Oder wir können das seit neuem auch online zurücksetzen lassen. Ah, super. Und wo? Das heißt, du kannst auf ucentral.in.tum.de gehen. Und wenn du da dein Passwort vergessen hast, auf Ich habe mein Passwort vergessen klicken und da direkt dein Passwort zurücksetzen lassen. Ja, wunderbar. Dann mache ich das doch so. Und was bietet ihr sonst noch an? Wir bieten allgemeinen Service für die Rechnerhalle an, das heißt, wir betreuen Probleme mit den Rechnern hier vor Ort, wir bieten Hilfestellung bei den Druckern und haben einen Verleihservice, wenn du zum Beispiel ein Netzwerkkabel bräuchtest, eine Maus oder eine Tastatur oder dich hier anschließen möchtest mit deinem Laptop extern und einen Adapter für den Bildschirm brauchst, haben wir den auch. Das ist alles hinten bei uns im Schrank, kannst du einmal reinschauen, wenn du möchtest und dann... Super, perfekt. Gut zu wissen, dankeschön. Bitte. Wie ihr hier hinter mir seht, gibt es eine ganze Reihe an Rechnern, die ihr hier einfach mit eurer RWG-Kennung nutzen könnt. Außerdem werden euch jedes Mal am Anfang des Semesters 50 Seiten an Druckkontingent gutgeschrieben. Damit könnt ihr dann einfach hier Schwarz-Weiß-Drucker tätigen. Sollte euch das Druckkontingent nicht reichen, könnt ihr jederzeit Neues im Skriptenverkauf der Fachschaft besorgen. Die gedruckten Seiten kommen dann samt Deckblatt hier raus. Und falls ihr mal was Sensibles gedruckt habt, was ihr nicht hier liegen lassen wollt, steht euch außerdem ein Aktenschredder zur Verfügung. Wenn ihr mal Seiten eines anderen Nutzers findet oder wenn ihr was nicht abgeholt habt, dann könnt ihr das hier in diesem Schrank finden und noch bis zu ein paar Tage nachher abholen. Bitte nicht zu lange, weil irgendwann werden diese Schränke wieder geleert. Was es noch zu beachten gibt, ist, dass deine Rechnerhallenkennung nicht die fünfstellige LAZ-Kennung ist, die du auch für TUM Online benutzt. Stattdessen ist die Rechnerhallenkennung meist die ersten 8 Buchstaben deines Nachnamens und gegebenenfalls ein paar Buchstaben deines Vornamens, falls die andere Kennung schon vergeben war. Die Rechneranerkennung findest du auch am Anfang deiner Mailadresse, die du von der Fakultät bekommst, also jene, die mit in.tum.de oder @ma.tum.de aufhört. So, zurück in der Magistrale. Das, was wir uns gerade angeschaut haben, das war die größte Rechenhalle im Gebäude. Es gibt auch noch eine Reihe weiterer Räume, in denen auch Rechner zur Verfügung stehen. Wo genau die sind, das findet ihr auf diesen Listen, die auf jeder Rechnerhalle draufhängen. Und zu den kleinen Rechnerhallen, da springen wir jetzt mal hin. So, wie ihr hier neben mir seht, ist da keine Rechnerhalle. Ja, whatever. So viel dazu. Naja, weiter geht's. Ja, also das mit den Rechnerhallen hat jetzt nicht ganz so gut geklappt wie geplant, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten allgemeinen Eindruck vom IMI-Gebäude bekommen. Da hinten in dem Finger, da wohnt übrigens der Rest der RWG, also der Rechnerbetriebsgruppe, die hier die IT-Infrastruktur im Gebäude und andere Services bereitstellt.
Wenn ihr mehr über die RWG erfahren wollt, schaut am besten unter in.tum.de/rwg vorbei. So, damit sind wir wieder angekommen, wo wir gestartet haben. Natürlich gibt es nicht nur das MI-Gebäude am Campus, sondern noch eine ganze Reihe anderer Gebäude. Und wenn ihr die sehen wollt, dann übergebe ich jetzt wieder an die Übersichtsführung.